Stellen wir uns vor, wir hätten dieses Paper bzw. diesen wissenschaftlichen Aufsatz gefunden und wollen ihn lesen. Er hat 6 Seiten, die hier aber einfach auf ein Blatt gedruckt sind. Aber wo fangen wir am besten an? Was sollten wir unbedingt lesen und was steht eigentlich wo? Jedes Paper hat eine ähnliche Grundstruktur. Zunächst gibt es immer einen Titel, also eine Überschrift für den Aufsatz. Er ist eine griffige Beschreibung des Themas, er sollte möglichst spezifisch sein und beinhaltet häufig schon die wichtigsten Fachbegriffe. Darunter folgt ein sogenannter Abstract, also eine Zusammenfassung des gesamten Artikels. Motivation, Methoden und wichtige Ergebnisse werden hier in wenigen Sätzen beschrieben. Es lohnt sich also, den Abstract zu lesen, bevor man den ganzen Text liest und dann feststellt, dass er nicht die Informationen enthält, nach denen man sucht. Der Abstract ist außerdem in den meisten Fällen frei verfügbar in den Suchmaschinen oder Datenbanken, sodass er leicht zugänglich ist. Der erste echte Abschnitt des Artikels ist die Einleitung. Hier werden der Stand der Wissenschaft zum Thema beschrieben, Hinweise auf Vorarbeiten gemacht und aufgezeigt, wo bisher eine Lücke war, die durch die vorliegende Arbeit gefüllt werden soll. Darauf folgt der Teil Material und Methoden und hier wird ganz konkret beschrieben, was gemacht wurde. Idealerweise ist die Beschreibung so detailliert, dass man es mit Hilfe des Papers nachmachen könnte. An Diagrammen und Tabellen erkennt man in der Regel den Ergebnisteil. Dabei handelt es sich um die Zusammenstellung der gemessenen Werte, Laborergebnisse und so weiter. Im nächsten Abschnitt der Diskussion werden diese diskutiert. Die Ergebnisse werden dem Stand der Forschung gegenübergestellt oder in diesen eingeordnet und kritisch betrachtet. Abgeschlossen wird das Paper mit einer kurzen Zusammenfassung von Experiment bzw. Methode, Ergebnissen und Diskussion. Danach folgt eine mehr oder weniger lange Liste mit allen verwendeten Quellen. Die Literaturliste enthält die Primärquellen aller zitierten Aussagen und Zusammenhänge. Neben dem Abstract sollte man immer auch den Ergebnisteil und die Diskussionen lesen. Gerade wenn man viele Artikel zu einem Thema liest, werden die Inhalte der Einleitung redundant. Natürlich sind sie für einen Einstieg in das Thema aber wichtig. Im Material- und Methodenteil kommt es in der Regel auf Details an. Und auch hier wiederholen sich die Inhalte während des Literaturstudiums häufig. Aus forschenden Sicht interessiert man sich vermutlich am meisten für die Ergebnisse und deren Diskussion. Deshalb sollte man beim Querlesen auf jeden Fall ein Augenmerk darauf legen.